Oh, Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich habe ein Paket bekommen. Muss ich wieder mal hier abholen. Ich weiß nicht, ist das irgendwie so eine neue Regelung, dass die Sachen nicht beim Nachbarn abgegeben werden dürfen oder so? Weil irgendwie muss ich das jetzt immer von irgendeiner Packstation oder irgendeiner Post abholen, anstatt dass es halt irgendwie beim Nachbarn abgegeben wird. Problem ist, also ich hatte einen Zettel, habe ich abgeholt. Auf einmal sind das aber zwei Pakete von zwei verschiedenen Firmen Sachen. Und ja, ich habe Probleme, das jetzt zu schleppen. Ist nicht schwer, ist super leicht, aber von der Größe her packe ich es halt nicht. Deswegen muss ich immer eins nehmen, vorschleppen, zurückkommen, eins nehmen, vorschleppen. Okay, das ist leidend, Mann. Das ist leidend. Zack. Wir sind zu Hause, wir haben es geschafft. War ein bisschen leidend, aber jetzt kein so großer Eck. Das müsste Garderobe Nummer 2 sein. Ich habe schon mal genau dasselbe bestellt, aber dann habe ich gemerkt, ey, wieso nicht zwei davon? Eins links, eins rechts. Tada! So, und das müsste die Klimaanlage sein. Bäh! So war es die letzten Tage regnerisch und kalt, aber der Sommer ist ja noch. Klimawandel, Erderwärmung, es gibt keinen Herbst und kein Frühling mehr, es gibt nur kalt oder heiß. Es gibt nichts mehr dazwischen. So, alles ausgepackt. Wasser befüllen und dann schauen wir mal. Also kühl ist es. So eine leichte Stufe auf Humidifier. Ausverkauft. Ich wollte mir gerade was zu essen holen. Besondere Ramen. Gibt es irgendwie nur heute. Aber ist ausverkauft. Irgendwo am Arsch der Welt. Oh mein Gott, richtig leid. Ich habe noch nichts gegessen, weil ich war ja bei der Post. Dann habe ich mir die Klimaanlage eingerichtet und jetzt bin ich hier hingefahren. Arsch der Welt. Ausverkauft. Noch nichts gegessen. Mein Gott. Leidender Tag, Mann. Parkcafé. Da im Gartenhof ist momentan ein Foodtruck, Fairfax Express, glaube ich. War ich schon letztens. Da hatte ich, was hatte ich da? Irgendwas mit Chicken. Das war anders heftig. Irgendwas Nashville-mäßig und Tater Tots. Und am Wochenende bieten die immer ein Special an. Dieses Wochenende ist ein Breakfast Burrito, oder? Und wie saftig sieht das aus, Mann. Mein Gott. 10 Euro. Also 89, aber ich habe 10 gemacht. Junge, der ist anders heftig, Mann. Also wenn die jede Woche ein Special haben, ihr wisst, was das bedeutet. Dann haben wir einen neuen Stammkunden. Ei ist auch drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der krank. Eine der krassesten Sachen, die ich in letzter Zeit gegessen habe. Oh mein Gott. Mit dem Ei, mit dem Käse. Mit dem Chicken. Oh mein Gott. Mit der Soße. Da ist noch ein halbes drin. Das war so krank, dass ich nur ein halbes gepackt habe. Oh mein Gott, war das heftig. Seht ihr soweit, Leute? Das ist ein kleines Küken, das sucht irgendwie seine Mutter, glaube ich. Und es ist so süß, wie es die Treppen hinauf springt. Mein Gott, da ist noch eins. Und dann schafft es das nicht. Oh mein Gott, das war so süß. Quittungen für die Buchhaltung. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe bisschen was eingekauft, bisschen Obst. Jetzt zum Snacken, weil ich Bock drauf hatte. Brattee. Überraschenderweise nicht exklusiv, Alter. Ich dachte erst ab dem 1.7. ich komme sogar in ganze Paletten voll. Habe ich hier nochmal gegönnt. Du denkst, du bist was Besonderes und dann siehst du das. Ein Sieb. Ich hatte noch keins, kann man immer gebrauchen. Jetzt kann ich mir auch endlich wieder Bubble Tea selber machen, weil da hat ein Sieb gefehlt, um die Blätter wieder rauszufischen. Dann, Alter, Köfte. Tatsächlich.
von Haha Köftespieß wird morgen getestet und irgendein Iced Lemon Pie von Pedro Lombardi. Warte. Aber den Eistee Suchti von John Broke habe ich nicht gefunden. So, Chong ist live. Vorhin war er schon mal live. Das haben wir verpasst. Ich hatte noch ein bisschen Besuch. Haben wir ein bisschen gechillt. Schauen jetzt noch ein bisschen Chong an. Super saftig. Live aus Malle, Leute. Chong sehr fleißig. Mr. Primetime, er schmeißt den Livestream. Schaut vorbei, Leute. Schaut vorbei. So, gönnen wir uns zum Abendessen noch. 5 Euro hat das, glaube ich, gekostet. 4,99. 6 Stück sind drin. Bin gespannt, ob die was können. Noch mit ein bisschen Ei dazu. Direkt rein in den Köftesaft, der noch da war. Bin gespannt. Übrigens, gerade gesehen, als ich versucht habe, dieses Köfte, Hawal-Köfte von Khata zu verlinken auf Instagram, habe ich gesehen, dass die auch einen Laden haben, beziehungsweise aufmachen werden in München nächstes Wochenende. Schon den Jungs geschrieben. Nico meinte, er ist am Start. Tati meinte, er ist am Start. Schön würzig. Hab ich eigentlich noch Soße vorbereitet, aber brauche ich gar nicht. 1A. Mega lecker. Jo, ich gönn mir das jetzt. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Ansonsten natürlich in Bitcoin investieren, DeFi, Cashflow generieren. See you as business und ciao.